Ja, mein Name ist Ottmar Kastner und mein Thema auf der Bühne ist Empowerment mit Humor. Das heißt, in die Power kommen, über das Lachen. Und es war 2006, als der Sigi Haider, der gemeinsam mit seiner Frau Claudia Haider die GSA gegründet hat, auf mich zugekommen ist und mich gefragt hat, ob ich bei der allerersten Convention der GSA, das war die in Herzogenaurach 2006, ob ich da auf der Bühne sein möchte. Und zwar am Abend als humoristischer Keynote-Speaker. Und das war ich dann und das war großartig. Es war eine kleinere Veranstaltung noch damals, ich glaube 80 Leute ungefähr. Und dieser Spirit war dort schon so, dieser lebendige Spirit, dieses sich gegenseitig unterstützen war so präsent. Und das hat mich richtig begeistert. Und damals in Herzogenaurach war der Präsident der Professional Speaking Association UK, England, dabei und der hat mich dann nach England geholt und da war ich dann im November drauf auf der Bühne und es war auch so ein cooler Spirit und dort war der Randy Gage als Speaker dabei, ein Amerikaner und da habe ich dann gespürt diesen amerikanischen Spirit, also diese National Speaking Association und 2008 war ich dann als Teilnehmer dabei in New York und das war dann wirklich dieser internationale Spirit, der auch zu spüren war. Und habe das sehr genossen und bin dann einmal aus der GSA ausgetreten. Das war damals, weil ich einfach einen neuen Fokus bei mir gemacht habe. Ich habe dann so Non-Profit-Veranstaltungen gemacht, habe dann mit Menschen mit besonderen Bedürfnissen gearbeitet, war viel auf Reisen und vor 5 Jahren bin ich dann wieder in die GSA eingetreten. Und freue mich, dass ich jetzt seit September auch Präsident bin der German Speakers Association Chapter Österreich und gemeinsam mit Silvia Zielkowski und Markus Selzer hier 2 Jahre gestalten darf. Dieses Motto, zusammen Zukunft zaubern, das die Silvia ins Leben gerufen hat, das setzen wir jetzt auch in Österreich um. Zusammen bedeutet für uns, dass wir diese Events kreieren, wo wir halt gemeinsam was machen, uns treffen, uns austauschen. Das sind so Sachen wie President's Cocktail oder gemeinsam Skifahren, Weihnachtsfeier, wo man einfach sich trifft und austauscht. Und da gibt es aber auch dieses Zukunft, da geht es um Positionierung. Wie will ich als Speaker aufgestellt sein? Da geht es darum, mich zu verkaufen, Marketing, Werbung. Das ist diese Zukunft zu gestalten. Und das Dritte ist Zaubern. Das verstehen wir unter auf der Bühne zaubern. Das heißt, wie kann ich denn auf der Bühne Magie erzeugen? Wie kann ich denn die Menschen begeistern, indem ich zaubere auf der Bühne? Zusammen Zukunft zaubern. Und ich lade dich ein, dass du dich einbringst, dass du aktiv dabei bist, dass dieser Spirit der GSA immer noch lebendiger und lebendiger und lebendiger wird und dass der nach außen geht, sodass dieser Pie größer wird, dieser Kuchen für uns Speaker und Speakerinnen, sodass wir Menschen draußen verzaubern, den Menschen dienen, dass sie wachsen, größer werden in ihre Souveränität und in ihre größte Power, ihr größtes Potenzial kommen. Ich freue mich, dass wir uns da treffen, begegnen. Alles Liebe. Dort, Mann.